Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Throwback Thursday Video und zwar wird es heute um den 7. Juni 2016 gehen. Ein Tag, der mir wie die ganzen anderen von den Throwback Thursday und von den Rückblick Videos ebenfalls in Erinnerung bleiben wird. Und zwar war das ein Tag, an dem ich endlich mal ein Motiv umsetzen konnte, was mir auch da schon lange im Kopf herumgeschwebt ist, um es mal so auszudrücken. Und zwar gab es eine kleine, und damit meine ich wirklich, wirklich kleine Gewitterzelle über dem Rheingraben. Ich blende jetzt hier mal ein Radarbild von dieser Gewitterzelle ein, damit ihr euch mal einen kleinen Überblick verschaffen könnt, wie groß diese Zelle war. Und zwar war der Niederschlagsbereich ungefähr so groß wie das Stadtgebiet von Darmstadt. Und das heißt, das war wirklich eine sehr, sehr kleine Gewitterzelle, wenn man das mit anderen starken Gewitterzellen vergleicht, die eben einen viel, viel größeren Raum einnehmen. Das Besondere an dieser Gewitterzelle damals war allerdings, dass sie komplett freistehend war und sich auch kaum vom Fleck bewegt hat. Also es war eine leichte Scherung in der Luft, wie man jetzt hier auf dem Zeitraffer im Hintergrund sehen kann. Die Basis der Gewitterzelle bewegt sich kaum. Allerdings der Aufwindturm wird etwas zur Seite hin vom Wind wegbewegt. Dadurch, dass allerdings bodennah so gut wie kein Wind geherrscht hat, konnte eben die Basis dieser Gewitterzelle die ganze Zeit über einem Ort bleiben. Und das Schöne war, sie war A, hochbasig, B, relativ blitzaktiv und C, nicht weit weg von meinem damaligen Heimatort. Das heißt also, ich habe spontan aus dem Badfenster geguckt und habe eine riesige Wolke quasi im Horizont gesehen und habe direkt gedacht, okay, ich muss es versuchen, bin ins Auto gehechtet und Richtung Rheingraben gefahren. Da habe ich zum Glück einen Aussichtspunkt. Wie gesagt, ich habe es eingangs eben erwähnt, bei dem ich schon die ganze Zeit ein Motiv umsetzen wollte mit einem Gewitter im Hintergrund, was die ganze Zeit noch nicht funktioniert hat, da eigentlich die Gewitter für dieses Motiv von Osten herkommen müssen oder eben direkt über dem Rheingraben stehen müssten. Und an dem Tag war dann das eben der Fall. Das Gewitter stand direkt über dem Rheingraben, hat wirklich schöne Wolkenbodenblitze sehen lassen und ich konnte endlich, wirklich endlich mein Zielmotiv, die Kirche im Vordergrund und schöne Blitze im Hintergrund umsetzen. Ja, dieser Tag war einfach mega. Ich finde es im Nachhinein jetzt ein bisschen schade, dass das sich bisher nicht nochmal wiederholt hat, weil zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich wirklich noch so gut wie keine Ahnung vom Jagen bzw. auch vom Fotografieren. Ich hätte vielleicht heute da die eine oder andere Sache etwas anders gemacht, dass die Bilder noch ein bisschen besser rübergekommen sind oder noch ein bisschen besser rausgekommen wären. Aber an für sich, denke ich mal, kann man auch mit dieser Ausbeute schon ziemlich zufrieden sein. Ja, das war es dann auch schon wieder, die Throwback Thursday Videos, ihr kennt es noch, sind von der kürzeren Sorte. Ich versuche jetzt, dadurch, dass eben das öffentliche Leben in Deutschland aktuell quasi komplett runtergefahren ist, euch wieder regelmäßiger mit Videos zu versorgen. Ich hatte jetzt letzte Woche noch eine Klausur, die ich geschrieben habe, deswegen gab es jetzt in den letzten Wochen wieder kein Video, weil ich mich auf das Lernen konzentrieren musste. Allerdings ist auch mein Semesterstart verschoben worden, von daher habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit für euch wieder Videos zu produzieren. Deswegen wird es wahrscheinlich dann nächste Woche das nächste Video geben, eventuell ein Rückblickvideo, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Allerdings würde ich mich da dann natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschalten würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, lasst mir auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da, denn die Gewittersaison steht kurz bevor und ich gehe einfach mal davon aus, dass ich auch dieses Jahr chasen gehen kann. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao.